Okay, moin, es geht weiter bei Pokémon Blattgrün. Und wir waren hier stehen geblieben und wir wollten, aber was wollten wir eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was wir wollten. Ich wollte eben Taubsi und dann fliegen, glaube ich. Ich hole eben Taubsi, ich lege eben Gyarados ab, weil das schon Level 43 ist. Und zwar glaube ich, dass ich jetzt, ja, müsste eigentlich richtig sein. Ah, Alabastia. Ah, jetzt kann ich aber Gyarados nicht mitnehmen. Ah, wisst ihr was? Ich gehe nach Vertania City. Und hole eben Gyarados wieder. Ich glaube, das könnte schon noch wichtig werden. So. Also, es muss sein. Gyarados muss mit. Kann ich eben den Weg hier wieder zurücklaufen? Ist ja auch nicht schlimm. Ich muss nämlich gleich hier surfen. Garados. So. Guck mal, wie sehen denn unsere Orden aus? Oh Mist. Fail. Oh yeah, 6 Orden schon. Richtig geil. Geht irgendwie richtig schnell. Ah Mist. Das war jetzt Düm. Düm, Düm, Düm. Ach, ich meine, die siebte Arena, die ist doch Feuer, oder? Das wäre doch richtig geil. So, sagen wir aber mal hier jetzt. Ah, ich habe schon wieder keinen Schutz gekauft. Egal. Ich werde auf jeden Fall wieder alle Trainer hier machen. Das ist klar. Irgendwie bräuchte Tentox aber eine gute Attacke, die normal wäre. Und ein bisschen mehr AP, also wie Geheimpower. Ich kann es nicht immer Gigasauger einsetzen, weil es nur 5 AP hat. Konnte man nicht Geheimpower in diesen einen Laden kaufen in Saffronia City? Ach, nicht Saffronia City, in Prismania City, in diesen großen Einkaufsladen. Egal, ich hoffe mal, Surfer zieht auch viel. Volltreffer. So. Ich werde hier natürlich auch wieder alles erkunden. Also jetzt nicht so heftig, wie ich das bei Pokémon Schwarz mache, würde ich in jedes Haus reingehen und so. Ich meine nur alle Items einsammeln und so. Jetzt bringt schon viel. Also es geht erstmal. So. Ein Blubstrahl hinterher. So. Gold King. Hier nochmal zweimal Surfer, dann. Ein bisschen umständlich jetzt, aber naja, es sollte. Und noch ein Gold King, oh mein Gott. Aber levelmäßig überlevelt sind wir nicht, aber wir sind noch nicht unterlevelt. Also, gerade an der Arena hat man ja gesehen, die war ungefähr gleiches Level wie wir. Doppelkampf, yeah! Oh. Ach, ich mach mal einen Surfer, weil, Aquan hat ja H2O-Absorber. Und ein Biss. Hä? Achso. War nur mal Surfer, dann heilt sich Aquana auch gleichzeitig. Lol, wird das gleich getroffen? Das war lollig. Seemon, da müssen Surfer eigentlich fast reichen. Surfer nur noch 3 AP, oh mein Gott. Oh, Tentoxa. Du Nazi. Oh, Tentoxa ist so übel schwer zu besiegen. So. Okay. Turtok haben wir lange nicht mehr trainiert, finde ich. So, aber Aquana kommt erstmal wieder nach vorne. Ich werde angeschrieben. Lol. Wisst ihr was? Ich pausiere mal eben kurz.